Willkommen zur 23. Folge von The Banner Saga 2. In der letzten Folge haben wir gedacht, wir würden unsere letzte Schlacht schlagen, zusammen mit Bollwerk und den Raben. Aber stattdessen haben wir Plintling schwer verletzt. Anstatt ihn zu töten, entschieden wir uns jedoch, ihn zu verschonen, damit die Wüter sich um ihn kümmern und wir Zeit bekommen zu fliehen. Ob das die richtige Entscheidung war, vielleicht erfahren wir es in dieser Folge. Viel Spaß! Erschöpfung verlangsamt deine Muskeln, als du die Zügel des Joks greifst, der Brüllers Wagen zieht. Tausende Blicke ruhen auf dir. Die verängstigten Gesichter unzähliger Wüter auf dem Schlachtfeld zehren an dir. In deinem Gedanken entstehen Bilder von Eivind auf dem Turm, von sich in der Finsternis windenden und krümmenden Wütern, zitternd, greifend, geifernd, brüllend. Du kämpfst, um wieder die Kontrolle über deine Gedanken zu bekommen. Die Wüter bewegen sich am Fluss südwärts, aber nicht wie eine Armee, sondern als ob sie Angst vor etwas hätten. Viele von ihnen betreten die Brücke der alten Furt. Bollwerk, ruft Volker. Nimm den Wagen, bring ihn nach Manaha. Wir halten sie auf, solange wir können. Die Stimme der Schildmaid klärt für einen Moment deinen Verstand. Du siehst, wie sie sich stolz umdreht, die Rabeninformation befehligt und gutmuntere beauftragt, die Clanmitglieder nach Adarang zu bringen. Sie dreht sich zu dir um und schaut dir in die Augen. Wir sind direkt hinter dir. Geh! Dann schließt sie sich der Schildmauer an und verleiht ihren Mitstreitern zusätzlichen Mut. Bollwerk, sagt Valka Sefre und lenkt dich so von den Rabenbanner neben der Brücke ab. Wir müssen gehen, sofort. Die Valka. Ihre Einmischung hat das verursacht. Alles! Du reibst über einen Schmerz in deiner Magengegend. Sefre weicht vor dem Ausdruck in deinen Augen zurück, aber du vergisst sie und machst dich auf nach Manaha. Auf zur Rache. Kapitel 14. Brüder kämpfen und Verwandtschaft zerbricht. Oh, es sieht so aus, als ob wir zusammen mit Wook endlich nach Aberang kommen oder sogar schon in Aberang sind. Okay, wir wechseln wirklich. Schon lustig, dass wir jetzt mit Bollwerk näher dran sind als Wook. Offenbar will jeder zur Hauptstadt in diesen Tagen, sagt die Bäckerin des kleinen Dorfes. Aber ich rühre mich nicht vom Fleck, wir haben hier genug zum Überleben, auch wenn der König den Handel abgebrochen hat. Du prüfst die Sehnen deines Bogens und hörst dem Mann nur mit einem Ohr zu, als Hakon sich nähert. Und da unten steht wieder die Bäckerin. Okay. Ist wie ein Brief, den man vom Arbeitgeber kriegt, für Frau. Und dann steht ein Satz und drunter, sehr geehrter Herr. Die Bäckerin, die die Anwesenheit von Wahl nicht gewöhnt ist, verstummt und weicht zurück. Oh, unsere Moral ist nicht sehr gut, wie ich gerade gesehen habe. Die Hauptstadt ist nur noch wenige Tage entfernt. Ich weiß. Ich würde gerne glauben, dass wir es ohne weitere Probleme schaffen, aber das war nicht unser Glück. Es bringt nichts zu glauben, dass sich die Dinge jetzt ändern würden. Du lachst kurz, aber dir entgeht nicht der distanzierte Blick, mit dem Hakon die Zelte der Wahl mustert. Ich frage mich, was die alten Könige wie Trostre und Skrim hier an meiner Stelle tun würden. Sie würden vermutlich nicht mit einem Menschen reden. Sie hätten ihr Volk beschützt, so wie du. Warum? Ich habe die Hälfte meiner Leute im alten Wald verloren. Wie Alva schon sagte, du kannst nicht auf einen Angriff einer Riesenschlange vorbereitet sein. Nicht einmal die alten Könige hätten das gekonnt. Halte sie einfach am Leben. Egal, was in Aberang geschieht, beschütze deine Leute. Hakon zieht dich an und die Verwirrung weicht aus seinem Gesicht. Holen wir, was wir brauchen und gehen wir. Vielleicht ist es ja wirklich so leicht, wie es bei dir klingt. Du lächelst die Wahl aufmunternd an. Mehr kannst du nicht tun. Ich frage mich, wie viele Tage wir schon unterwegs sind. Schauen wir mal nach. 87 Tage, ja. Rasten wir mal 2 Tage noch, würde ich sagen. Hä? Ich kann nichts auswählen, Hilfe. Was soll die Scheiße jetzt?
Ah. Na, bringt nichts. Okay, muss einen kurzen Cut an dieser Stelle machen. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Ach, wieso sag ich jetzt ciao? Wir sehen uns ja jetzt wieder. So, und da sind wir wieder. Willkommen zurück. Ich musste das Spiel neu starten und ihr seht, diesmal funktioniert's. Wir werden 2 Tage rasten, okay. So, und dann schauen wir mal, was die gute Neat von uns will. Neats Jungen beenden gerade ihr Mahl und beginnen zu spielen, als du dich ihr näherst. Bekommen sie genug zu essen? Ich glaube schon. Sie haben noch genug Energien, um in Schwierigkeiten zu kommen. Das ist das Beste. Hoffentlich können sie ihre Kindheit lange genug genießen. Das hoffe ich auch. Sie gibt dir keine Gelegenheit abzulehnen. Stattdessen gibt sie dir einen Löffel und eine Schüssel voller gekochter Eier. Das musst du unbedingt probieren. Es ist ein Familienrezept. Du nimmst einen Happen. Sie sind gut, aber du schmeckst nichts Besonderes. Was denkst du? Sie schmecken einfach wie Eier. Wirklich gut, Neat. Ich denke, deine Familie hat da was entdeckt. Eier mochte ich noch nie wirklich. Sie schmecken einfach wie Eier. Sie schaut verlegen zu Boden. Oh, ich meine, es ist alles in Ordnung mit ihnen. Die Bogenschützin schenkt dir ein Lächeln. Es sind wirklich nur Eier. Meine Mutter hat dieses Familienrezept immer bei uns Kindern eingesetzt, wenn wir nicht essen wollten. Sie wollte dich zum Essen überreden? Sie hat alles gegeben, um uns großzuziehen, uns zu ernähren und uns aus Schwierigkeiten herauszuhalten. Jetzt mit meinen Jungs verstehe ich warum. Ich bin sicher, du hattest mit Alette damit was zu tun, aber noch mehr mit dieser Karawane jetzt. Ich bezweifle, dass es irgendwas gibt, das du nicht tun würdest, um alle am Leben zu halten. Du denkst zurück an all die Entscheidungen, die du jemals in deinem Leben getroffen hast. Wisse, dass wir es verstehen und es zu schätzen wissen. Vielleicht. Danke, Neat. Ja, es waren ein paar schöne Worte. Danke. So, wir haben 2 Tage gewartet. Wir haben noch für 19 Tage zu essen. Wir sind noch ein paar Tage entfernt. Aber in Aberang wird es wahrscheinlich auch notwendig sein. Auch notwendig sein, Vorräte zu haben. Deswegen, ja, decken wir uns einfach mal mit den paar ein. Die Wagen setzen sich gerade in Bewegung, als du ein Mädchen rufen hörst. Papa? Du drehst dich um zu erfahren, was dort vor sich geht. Von Osten, woher ihr gerade kommt, kommen zahlreiche vermisste Clanmitglieder, Kämpfer und Wahl. Ist das Ruger? Fragt jemand. An der Spitze der Gruppe befindet sich der ehemalige Statthalter von Börsgard. Bäh! Ehemänner laufen zu ihren Frauen und Kinder kreischen vor Begeisterung über das Wiedersehen mit ihren Eltern, die sie für tot hielten. Du gehst ebenfalls zur Gruppe, um sie zu begrüßen, aber Ruger erhebt seine Hand, als du dich näherst. Ach, bitte lass mich diesen Drecksack endlich erschlagen. Es ist wie immer schwierig, aus dem Gesichtsausdruck des Statthalters schlau zu werden. Dakri schweigt wie üblich. Oh Gott, du hast mir hoffentlich noch was übrig gelassen, Rug. Hättest du nicht einfach beim Angriff der Schlange sterben können? War das zu viel verlangt? Dich kann man offensichtlich auch nicht leicht töten. Vergiss das nicht. Seine Stimme klingt nicht wirklich bedrohlich, aber auch nicht freundlich. Du überlegst, was du als nächstes sagst. Danke, dass du den Rest unseres Clans versammelt hast. Was ist mit dir geschehen, nachdem die Schlange angegriffen hat? Musst du dich ausruhen, bevor wir weiterziehen. Danke. Unser Clan? Sind wir das wirklich? Ein Clan? Glaub es oder nicht, das ist genau, was wir sind. Ich nehme an, wir werden es erfahren. Wir werden nicht die Einzigen sein, die in Aberang Schutz suchen. Familien haben ein sehr gutes Gedächtnis. Hass kann Generationen andauern. Sei nicht überrascht, wenn belanglose Streitigkeiten und böses Blut an der Tagesordnung sind. Musst du dich ausruhen? Das ist Sache der Clanmitglieder und Kämpfer. Ich bin nur ein bescheidener Diener. Er klingt merkwürdig, als ob er seine Aussage einstudiert hätte, zusammen mit diesem nervtötenden Grinsen. Bin sicher, ihr könnt alle ein bisschen vertragen und auch ein paar Stunden Schlaf. Wenn es das ist, was sie wollen. Du schaust Dakri an und erhältst nichts als seinen steinernden Blick als Reaktion und einen geilen Bart. Was ist mit dir geschehen? Ich könnte dich dasselbe fragen. Dakri und ich wollten ein paar Familien vor der Flucht retten.
Du siehst den stummen Wächter an, aber er bestätigt oder dementiert die Geschichte nicht. Der alte Wald war wie ein Irrgarten, aber wir sind schließlich entkommen und haben unterwegs immer mehr Leute aufgelesen. Wir haben auf dich gewartet, bis wir fast keine Nahrung mehr hatten. Ich habe alle hart angetrieben und ein paar Männer nach Tolia wegen Vorräten geschickt. Wie bei uns, aber unsere Kundschafter sind nie zurückgekehrt. Ruger kratzt an der Narbe an seinem Nacken. Das ist merkwürdig, uns auch nicht. Aber hier sind wir und die meisten leben noch. Ich werde mit einigen der anderen reden, bevor du... Dakre bewegt sich leicht. Du bist überrascht, wie so eine kleine Veränderung dich aufschrecken lässt. Es ist nicht so, dass du ein schlechter Mensch bist, Hug, aber du hast ein paar schlechte Entscheidungen getroffen. Auf den Schiffen, in den Sümpfen, in Lunda, beim Abgrund, sogar im alten Wald. Und welcher Clanführer lässt die Hälfte seines Volkes zurück, verstreut und verängstigt? Du bemerkst jetzt, dass sich die Kämpfer hinter ihm versammelt haben. Du bist eine Gefahr für diese Leute. Ich hoffe, du verstehst, wieso du sterben musst. Dakre stürzt sich auf dich, aber ein Pfeil bohrt sich in sein Schild und unterbricht seinen Angriff. Während du eine defensive Haltung einnimmst, nickst du Otleif zu, die einen weiteren Pfeil auflegt. Wieso? Versuchen ständig irgendwelche Vollidioten uns zu stürzen. Im ersten Teil und jetzt schon wieder. Kurz bevor wir in der Stadt ankommen. Wie im ersten Teil. Ah, komm mal bitte her. Hakon und Mokre, die beiden. So, ja, Trickvieh befördern wir mal. Und bereit für die Schlacht. Bin mal gespannt, ob der gute... Ich habe nicht mal seinen Namen gemerkt. Ruger, Entschuldigung. Ob der gute Ruger ein eigenes Kampfmodell hat. Wäre irgendwie cool. Ich bin aber froh, dass wir diese Sau erledigen können. Nee, ich sehe kein Kampfmodell. Aber dafür von seinem Kameraden. Also von dem komischen Schildtyp da. So, bereit für die Schlacht. Und der erste Kill. Schade, dass wir Dakre töten müssen. Einen guten Kämpfer können wir immer gebrauchen. Quacks! Assassine! So, dann erledigen wir jetzt erstmal den Assassinen. Auf den armen Ludin. Und tschüss. Jetzt komm mal her. Jetzt reden wir beide. Komm mal her. Lass dich mal in den Arm nehmen, du alte Potzau.
Der Klang von Kämpfen wird durch Wehklagen derjenigen ersetzt, die ihre gefallenen Familienmitglieder erkennen. Ruga, rufst du, angewidert von dem sinnlosen Gemetzel, zu dem er dich gezwungen hat. Er ist fort, sagt Hagmann. Ganz zu Anfang des Kampfes machte er sich davon, aber wir haben seinen Gefolgsmann gefangen genommen, Dakre. Zwei Wahl führen den gefesselten und stillen Attentäter in die Mitte aller Anwesenden. Steine und Jockstum werden auf ihn geworfen. Hakon zieht dich an. Entweder kümmerst du dich darum oder ich tue es. Nein, sagst du, er ist ein Mensch. Also ist es meine Entscheidung und ich sage, wir verschonen ihn. Durchsucht ihn nach Waffen, durchsucht ihn nach Waffen, pfeffert ihn und bewacht ihn, aber tötet ihn nicht. Hakon knurrt, genau. Das ist ein dummer Fehler, sagt er. Er wollte dich umbringen und er wird es so lange weiter versuchen, bis du und vermutlich auch der Rest von uns tot sind. Die Familien der Toten und Verwundeten betrauern Dakres Tod. Du hast recht, ich werde es tun. Töte ihn, aber mach es schnell. Er könnte noch nützlich werden, er bleibt am Leben. Hakon schüttelt den Kopf, aber er sagt nicht mehr. Die Clanmitglieder sind allerdings nicht so leicht zum Schweigen zu bringen. Manche sind so erzürnt, dass sie dir nicht länger folgen wollen. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Aber Dakre kann uns vielleicht noch nützlich werden. Wir haben echt eine Scheißmoral. Ganz da hinten kommt die Finsternis. Das Wasser der Flüsse in der Nähe wird stellenweise von hellgrünen Flecken durchzogen. Sie sehen aus wie das Blut aus den Wunden der Schlange. Tote Fische wurden dutzenderweise gesehen, als sie in den schneller fließenden Abschnitten des Flusses vorbeizogen. Einige Clanmitglieder sind erkrankt, andere fühlen sich so, als ob sie Met getrunken hätten. Als ein paar Wale einen Abschnitt mit sauberem Wasser entdecken, bricht Jubel in der Karawane aus. Aber die Riesen halten sie zurück und bedeuten ihnen zuzuhören. Eine zarte Melodie kommt von jenseits des Wassers. Nein, aus dem Wasser! Besorgt wird geflüstert. Was bedeutet das? Oder ist es sicher? Oder mir egal, ich hab Durst. Wir kochen es vorher ab, vortreten und zuerst trinken, die Karawane aufnehmen lassen. Haltet euch fern davon, in Abraham gibt es genug Wasser. Wir füllen ein paar Fässer und kochen es vorher ab. Leute beschweren sich, dass sie warten müssen, aber die Wahl unterstützen deine Vorsicht. Feuer werden entfacht und Wasser wird gekocht. Das Ergebnis sind ein paar Fässer reinen, frischen Wassers, das den Durst der meisten stillt, aber niemanden in Jubelstürme ausbrechen lässt. Niemand scheint zu wissen, wann die Melodie des Wassers aufhört. Clanmitglieder erbeuten 2. Der nahe Wald sieht vielversprechend und einladend aus und du brauchst dringend etwas Abgeschiedenheit. Schon bald folgst du der Pferde eines Hirsches, aber er wurde bereits auf einer Lichtung erlegt. Du suchst den Wald ab, aber du kannst nichts entdecken. Du näherst dich dem Hirsch und du bemerkst, dass er erst kürzlich erlegt wurde. Ein schwarzer Stein, etwa halb so groß wie deine Faust, liegt neben dem Tier. Du nimmst ihn hoch. Der Stein stammt eindeutig von Wütern. Ein Rascheln im nahegelegenen Unterholz enthüllt 2 Schleuderer, die sofort tiefe Töne ausstoßen. Sie verständigen sich miteinander und schon stürzt einer vor und greift dich an. Na gut, alleine gegen 2 Wüter, das kriege ich hin. Aber irgendetwas wird jetzt geschehen. Wir rasten, lassen ihn ein bisschen näher kommen. Und noch ein bisschen. Der andere auch noch, komm, noch einmal näher. So. Zack. Und dasselbe spielen noch einmal.
Also das ist ja jetzt kaum der Rede wert gewesen. Als sie wieder fallen, treffen noch andere aus deinem Clan ein. Nicht schlecht, sagt eine der Frauen und tritt einen der toten Wüter. Ein Kind läuft herbei und tut es ihr gleich. Das reicht, lasst sie in Ruhe. Mal sehen, ob es nicht noch mehr von diesen Mistkerlen hier gibt, die wir töten können. Nichts sagen und zurück zu den Wagen gehen. Du und ein anderer Jäger ergreift den erlegten Hirsch und geht fort. Die meisten folgen euch, aber einige bleiben zurück. Die Leichen der Wüter werden mit Tritten und Flüchen traktiert, eine Art der Erleichterung für diejenigen, die geliebte Personen verloren haben. Na, wenigstens ein bisschen Moral. Das Geklimper von Aleo, verbunden mit einem Lied zahlreicher Clanmitglieder, überrascht dich. Ein Wald steht errötend mitten unter ihnen. Skari hat heute 200-Jähriges, ruft ein Wal neben dir. Der Rest der Karawanen wird langsamer, um sich dem Tumult näher zu betrachten. Den Met hervorholen und feiern, den Wal zuprosten. Glückwunsch, aber wir sollten weiterziehen. Den Met hervorholen und feiern. Fässer werden von den Wagen gerollt und Hörner gefüllt. Aleo und einige andere Musiker stimmen fröhliche Lieder an. Und schon bald tanzt du gemeinsam mit deinen Clanmitgliedern. Selbst die mächtigen Wal klatschen und stampfen donnernd im Rhythmus. Du verfluchst beim Aufwachen den Sonnenschein, der deinen Kopfschmerz nur noch schlimmer macht. Die Karawane ist ein einziges Durcheinander, aber alle sehen glücklich aus. Ziehen wir weiter, rufst du, und jemand sollte Skari ein paar Sachen zum Anziehen besorgen. Wenigstens ein bisschen Moral. Die Karawane wird beim Anblick der Brücke des Feldtores langsamer. Vor ihr befindet sich eine große Armee pferdebürtiger Formation mit gezückten Waffen. Skatash, ist das dein Volk, dein Clan oder deine Herde? Skatash schüttelt den Kopf, sagt aber nichts. Sein Blick schweift über die neue Herde. Hakon ruft als Vorsichtsmaßnahme nach Schildmauern. Gerade als die Schilde in Stellung gebracht sind, wird ein einzelner Speer aus der Mitte der Armee der Pferdebürdigen geschleudert. Alle beobachten seine Flugbahn und wie er nur wenige Meter von dir entfernt im Boden landet. Der Boden erzittert, als die Pferdebürdigen angreifen. Ja, okay. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Das ist eine gute Stelle für den Cut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr schaltet wieder mit ein. Und ich hoffe, wir überleben diesen Angriff. Ciao.